Hallo und herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2015 Mod. Heute, ne, Monaco haben wir gefailt. Heute ist Kanada dran. Ja, das wird mal gucken. Ich hoffe, es wird sehr gut, weil die Strecke ist eigentlich recht easy, wenn man nicht gerade in der letzten Schikane vor Start und Ziel in die Mauer ballert. Ich versuche nichts zu tun. Ja, wir sind Platz 9 in der Fahrer-WM. Konstrukteurs-WM Platz 6. Da wird, glaube ich, nicht mehr viel zu holen sein. Ja, die E-Mails sind hier alle recht uninteressant. Das juckt mich jetzt nicht. Und ja, dann mal direkt zum Qualifying in Kanada. So. Okay, Qualifying sieht schon mal trocken aus. Ich hoffe, das Rennen auch. Jawohl, auch trockenes Rennen, das ist sehr gut. Setup nämlich. So wenig Abtrieb braucht man auf dieser Strecke. Dafür viel Topspeed. Mal direkt rausfahren. Und gucken, was da so abgeht. So, Lenkrad ist diesmal alles in Ordnung, nicht so wie beim vorletzten Rennen, wo alles nicht mehr eingestellt war, sondern alles irgendwie durcheinander. So, ja. Realistischer Schaden, das heißt möglichst nicht irgendwo an der Bande hängen bleiben. Weil dann ist das Rennen bzw. Qualifying für mich hier auch gelaufen. Eine Rückblende habe ich jeweils. Also sollte tatsächlich mal was passieren, werde ich die dann auch benutzen. Ansonsten, ja. Ich benutze die Rückblenden nur beim Totalschaden, bei Fahrfehlern andererseits, wie man Flügel ab oder sowas, werde ich die nicht benutzen, sondern wirklich nur bei Totalschaden. So, dann hier muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht in der Mauer hängen bleibe. So, und dann geht's in die erste Runde. So, hier nicht abkürzen. Das Auto bricht sehr leicht aus, also ist hinten zumindest im Heck nicht so stabil. Ich hätte mir vielleicht auch mal die Mühe machen sollen, mir selbst ein Setup zu machen und nicht immer ein Schnellsetup zu nehmen. Das kann einen denn auch schon mal ein bisschen Zeit bringen. Boah, scheiße. Der ist denn da so dicht hinter mir? Ah gut, das ist ein Mercedes, dann ist logisch, dass der schneller ist. Dann ist das ja nicht so schlimm. So, die lange Gerade DRS. Ja, der Mercedes wird mich jetzt wahrscheinlich überholen oder auch nicht. Oh, oh, fuck, da muss ich aufpassen. Da habe ich kurz die Bande ein bisschen geschliffen, aber ist nichts passiert. Ricardo 1.18. Und 1.17.8 ist natürlich besser. Hamilton ist natürlich schneller gefahren, das war zu erwarten. Der ist ja auch direkt hinter uns. 1.16 ist er gefahren, Alter. 1.16.3, 1,5 Sekunden schneller als ich. Oh, gibt keine Abkürzung, Glück gehabt. Das ist jetzt erstmal die letzte Runde, da muss ich erstmal wieder in die Box. Na, der Ingenieur hat es gerade gesagt, uns geht der Sprit aus.
Deshalb das hier erstmal die letzte gezeitete Runde. Ich habe zwar eben nicht beim ersten Sektor aufgepasst, aber ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, das wird keine Verbesserung. Nee, oh shit, jetzt voll verbremst. Das hat natürlich jetzt richtig Zeit gekostet. Könnte eigentlich direkt in die Box fahren, weil das wird eh keine Verbesserung. Das werde ich auch direkt mal tun. Jetzt der Platz 4. Aber da werde ich noch um einige Plätze nach hinten rutschen. Aber eine Top-10-Platzierung wäre auf dieser Strecke durchaus möglich. Und das ist auch mein Ziel. So, was haben wir denn? Ja, weiche Reifen. Nehmen wir einen neuen Reifensatz. Wie sieht's denn? Moment. Ja, das wollte ich sehen. Ja, Platz 6. Okay, Massa, Bottas, Raikön, die sind alle schneller. Naja, gut. Ich werde mir die Zeit ein bisschen beschleunigen. Derzeit Platz 7. So, jetzt werde ich rausfahren und beziehungsweise eine fliegende Runde machen. Und dann werde ich nochmal versuchen, zwei schnelle Runden zu... Obwohl, weiß nicht, wenn ich tatsächlich in die Top 10 mit dieser jetzigen Runde gleich schaffen werde, dann werde ich es... Also wenn ich auf jeden Fall meine Zeit verbessere, dann werde ich das, glaube ich, dabei belassen und keine Runden mehr fahren, weil ich die Reifen halt auch im Rennen benutzen muss. Wenn ich dann noch eine zweite gezeitete Runde damit fahren würde, dann halten die im Rennen nur noch ein paar Runden und dann darf ich schon wieder Reifen wechseln. Oh, bitte kein Abkürzen, jawohl. Nix bekommen, alles safe. Okay, erster Sektor Bestzeit. Das liegt aber daran, dass ich eben in der einen Schikane ein bisschen abgekürzt habe. Oh, fuck. Das sollte aber bis jetzt noch ganz gut aussehen und eine Bestzeit geben, wenn jetzt kein Fehler mehr kommt. So, jetzt kommt die lange Gerade, hier wird nichts passieren, aber dann kommt gleich die Schikane. Da darf ich mich nicht verbremsen und auch nicht zu langsam durchfahren. Und auch kein Abkürzen bekommen. Und das hat funktioniert. Bin da jetzt nicht so schnell durchgefahren, aber gibt eine leichte Verbesserung. Ich glaube Platz 7. Ich lasse das so. Ich werde das Qualifying jetzt beenden. Session aufgeben. Ja. So, mal gucken, ob ich noch Plätze verloren habe. Ne, Platz 7. Hülkenberg ist 12. geworden. Vielleicht schafft er im Rennen ja auch ein paar Punkte. Und ja, dann gehe ich mal zum Rennen. Das seht ihr dann in der morgigen Folge normalerweise. Sollte die kommen. Oder übermorgen. Bis dahin, haut rein, tschüss.